Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der Südjammer am Donnerstag. Ich habe jetzt gerade nochmal eben drüben, ne, auf dem anderen Monitor, ich gucke auf meine Kamera. Ich habe ganz vergessen, mir ein anderes T-Shirt anzuziehen. Ich sitze immer quasi hier, ne? Jetzt nach der Arbeit schon. Und ja. Jetzt ist auch egal. So. Okay, dann werden wir mal das Gespann mal eben gleich zu Hause abliefern. Wenn wir sowieso denn hier reinfahren, dann können wir auch gleich einmal in die Waschhalle fahren, ne? Ich hätte jetzt auch andersrum fahren können zu der Halle, aber kommen wir hier rein. Okay. Ich wollte gerade schon wieder den Motor ausmachen. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Ich finde irgendwie die Waschhalle, die finde ich immer noch irgendwie klasse. Also jetzt mal, ne, Außenansicht. Tadellos sauber. Was ich vorhin noch gesehen habe, ist von ne, der, wo ich gestern die ersten drei Folgen aufgenommen habe, also ja, genau, die ersten drei habe ich da ja aufgenommen und nein, Quatsch, die ersten zwei habe ich aufgenommen. Und bevor ich jetzt hier mich wieder hingesetzt hatte, ich habe noch mal, ne, bei mir reingeguckt. Es sind tatsächlich nochmal zwei neue Abos dazugekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Hab mich, oder ich sei ja, freut mich immer sehr, ne, dass wir, oder dass immer wieder noch ein paar neue dazugekommen. Dann sind wir tatsächlich jetzt aktuell, also Stand jetzt heute, Donnerstag, wo ich hier sitze, 292, ne? Ich überlege jetzt gerade, nehmen wir den mit? Können wir eigentlich, ne? So. Dann können wir auch gleich den. Genau. Können wir auch gleich das Schneidwerk von dem großen Anhänger runternehmen. Für den Drescher. Also jetzt muss ich noch mal gucken. 39, ne? Einmal erstmal nur hinfahren, das reicht ja erstmal.
Ja, nee, das ist. Verdammt. Da war er drin. Obwohl, ich brauche ja noch den LKW. Muss den hier noch. Da steht der andere Anhänger. Ja, stimmt. Hab ich ja da hingestellt, ne? So. Nee, nicht so weit. Hier steht er mir jetzt auch gleich voll im Weg, ne? Oh, diese Tür, ne? Ich habe mich da immer noch nicht dran gewöhnt, ne? So, noch ein Stück. Also, Pinselchen ab. Einmal abstellen. Ja, da müsste ich den echt aufkriegen. Ja. Mal hier rein. Leicht ein bisschen verwirrt, aber sonst geht's mir gut. Ich hatte jetzt nur den anderen Anhänger jetzt gerade im Kopf. Der steht ja da. Ja, da ist der Anhänger. Und jetzt kriege ich das da nicht runter. So, dann muss ich natürlich wieder das machen, was ich eigentlich nicht will. Jetzt geht's natürlich, ne? Aber das kommt daher, oder das ist wirklich dem geschuldet, weil tatsächlich der Anhänger zu hoch ist. Der ist aber die Plattform. Der andere passt, glaube ich, besser. Da kriegst du das besser rauf und auch wieder runter. Ich meine, das ist natürlich jetzt der andere Nachteil wiederum, ist natürlich in dem. Man kriegt sie nicht an Drescher, ne? Also, ich mag gut den anderen auch nicht, aber. Wäre jetzt natürlich nur so ein Highlight gewesen, ne? Also, so diese Plattform und du kannst das Ding tatsächlich auch, ne, an Drescher hängen. Irgendwie. Also, gerade, wa? Also wirklich so gerade eben.
So, dann müsste ich den jetzt hier. Neununddreißig, ne? Nö, oder? Ist echt voll. Wo haben wir den? Wo haben wir ihn denn da? So, warte mal. Dann musst du das wohl. Wohl oder übel? Dahin, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt. Jetzt dahin fährt. Erstmal gegen den Kuhstall fahren. Natürlich. Wo sind denn jetzt hier die Punkte? Also, ich weiß jetzt nicht, warum. Irgendwie haben wir das aber schon mal, ne? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich weiß jetzt nicht, warum er nicht die Punkte langfährt. Was haben wir jetzt wieder gemacht? Ach, Scheiße. Die Punkte wieder weg. Ich kann da nicht sonst nicht sehen hier. Da war doch so richtig, ne? Ich hoffe, es funktioniert. So, das ist schön, dass du schon mal da bist. Dann werde ich. Nee, warte mal. Dich machen wir nochmal aus. Jetzt habe ich natürlich auch ganz das Schnellwerk vergessen, ne? Oh. Ja, siehst du, der Drescher ist auch angekommen. Das sollte so jetzt eigentlich nicht. Na, dann musst du jetzt auch noch eben schnell hin zur 39. Eieieiei. Was für eine Disco, wa? Wo blinken das denn noch? Ach, hier, guck mal, an den Seiten da auch. Irgendwie geil, oder?
fällt doch gerade auf, der Schlepper hat gar keine roten Umleuchten. Das ist ja jetzt wieder komisch. Naja. Oh, ich sehe gerade, wir haben das für die Folge auch schon wieder geschafft. Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf und dann sehen wir uns sehr, sehr gerne morgen wieder, ne? Jo, dann haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.